Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Prognose zu EM 2006. Das letzte Spiel des ersten Tages der Gruppenphase, Spieltag 2. Frankreich gegen Albanien, was ja bei uns durch Bulgarien ersetzt wird. Leider, weil ja Albanien in FIFA nicht vorhanden ist. Dementsprechend brauchte ich mich gar nicht zu entscheiden, mit welcher Mannschaft ich spiele. Das ist nämlich dann natürlich Frankreich, weil das die einzige Mannschaft ist, die in der EM auch tatsächlich teilnimmt, die hier heute am Start ist. Und wir starten einfach mal mit dem Gastgeber erneut in die Partie. Und Coman spielt bei mir wieder erneut in der Startelf, weil ich den relativ gerne habe da auf der Seite. Und diese Albanier haben ja die Schweiz bei uns in unserer ersten Prognose, also in der ersten, zum ersten Spieltag, mit 5:1 besiegt. Und die Franzosen können hier heute zeigen, dass sie mit der Schweiz auch tordifferenzmäßig auf jeden Fall schon mal gleichziehen können. Und das hatten sie ja eben schon, die erste große Chance. Matuidi an den Pfosten, nur nicht mal in der dritten Minute. Also geht schon mal dominant hier los. Die Albanen haben sich also so schlecht am ersten Tag präsentiert, wie man es nur, ja, haben kann. Und haben natürlich jetzt hier gegen den Gastgeber und natürlich auch dementsprechend Titelfavoriten, Frankreich, ja, deutlich schwerer. Der Gastgeber hat ja meist etwas Probleme, dass sie natürlich in den letzten zwei Jahren nicht ganz so viel Spielpraxis hatten wie andere, dadurch, dass sie sich nicht für die EM oder WM im eigenen Land qualifizieren konnten. Aber die Schweiz hat natürlich, wie alle in ihrer Situation, einige Testspiele gemacht, sich dort gut präsentieren können und scheinbar auch gut trainiert. Denn das ist das 1:0 in der 9. Minute. Und schon zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, relativ verdient, denn die haben auch schon einen Pfostentreffer gehabt. Pogba, der Torschütze, zum 1:0. Ich denke mal, für Albanien ist in diesem Zeitpunkt schon klar, dass das mit der EM jetzt sehr schwierig wird, in die nächste Runde einzuziehen. Man könnte natürlich jetzt einer der besten guten Dritten noch weiterkommen, aber auch das wird jetzt schon schwierig mit der 5:1-Niederlage gegen die Schweiz. Und der 2:0-Rückstand in der 12. Minute gegen Frankreich. Dementsprechend heißt es für die ja heute eigentlich nur versuchen, nicht komplett unterzugehen. Und das ist jetzt schon mal nicht unbedingt gelungen, in der 12. Minute schon mit 2:0 hinten zu legen. Gegen eine Mannschaft, die hier vor eigenem Publikum spielt, im eigenen Land. Und dementsprechend sich natürlich auch so gut es nur geht präsentieren möchte und alles raushauen wird. Die werden alles geben. Auch bis zum Ende. Um ihrem Land und ihren Fans und ihren Zuschauern natürlich auch ein schönes Spiel zu liefern. Und da kann das Ganze hier heute natürlich auch noch ganz bitter enden. Denn hier ist schon wieder die nächste Chance. Und der nächste gute Ball. Dieser aber allerdings doch zum Glück abgefangen vom letzten Mann. Aber der Ball sofort wieder zurückerobert. Und über Griezmann über die rechte Seite. Der an seinem Gegenspieler vorbei, am nächsten Gegenspieler vorbei, zieht nach innen, zieht selber ab und das ist das 3:0 in der 18. Minute. Antoine Griezmann von Atletico Madrid, vom Champions League-Finalisten, leider im Elfmeterschießen an Real Madrid gescheitert. Viele hätten es ihm gegönnt, ich auch, denn ich persönlich gönne lieber Atletico Madrid den ersten Titel statt Real Madrid den 11. Aber naja, im Endeffekt war es halt ein Elfmeter, der gegen den Pfosten ging, der das Ganze entschieden hatte. Natürlich bitter für Griezmann und Co. Glücklich für Ronaldo und Co. Aber hier bei der EM wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und dort müssen wir verletzungsbedingt unterbrechen. Alexandrov hat sich verletzt und muss raus. Schon doppelt bitter. 5:1 gegen die Schweiz verloren. 3:0. Schon vor der 20. Minute hinten liegend im zweiten Spiel. Damit ist das Aus für die EM eigentlich schon fest. Und mit dieser schlechten Tordifferenz ist natürlich das Weiterkommen als bester Gruppendritter auch schon quasi gelaufen. Könnte natürlich gegen Rumänien noch im letzten Spiel die 3 Punkte holen und hoffen, dass das viele andere Drittplatzierte nicht hinkriegen. Aber um Gruppendritter zu werden, hat man eigentlich meistens einen Sieg gegen den 4. mit auf dem Konto oder zumindest einen Unentschieden. Also es wird ganz schwer werden für die Albanen nach dem jetzigen Zeitpunkt noch in die nächste Gruppenphase einzuziehen. Und dann auch noch die Verletzung eines Spielers. Also schlechter kann so eine EM eigentlich gar nicht laufen wie zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen Frust dazu und dann kommt natürlich auch ein bisschen Unaufmerksamkeit dazu. Und diese Elfmeter in der 28.
könnte schon die Vorentscheidung sein, wenn wir die nicht bereits schon hatten. Und es ist das 4:0 durch Antoine Griezmann. Und wir befinden uns noch nicht einmal in der 30. Minute. Wenn man meine bisher gespielten Prognosen hier zugrunde nimmt, sind die Albanen das schwächste Team der kompletten EM. Haben zwar ein Tor erzielen können gegen die Schweiz, aber auch mehr nicht. Also ansonsten defensiv und auch bis auf das Tor offensiv total daneben. Und kriegen überhaupt nichts auf die Reihe. Natürlich muss man natürlich auch zu verteidigen. Klar, wir spielen mit Bulgarien, nicht Albanien. Wie gesagt, aber für die Prognosen ist es natürlich Albanien mal eben. Ne? Muss ja ein bisschen realistisch sein. Und dementsprechend natürlich keine ja, vorzeigbare Vorahnung für die wirkliche EM. Aber schon ein Fingerzeig, dass die Schweiz und die Franzosen in dieser Gruppe durchaus dominant sein könnten. In unserer Prognose hat die Schweiz aber das zweite Spiel gegen die Rumänen sogar verloren. Und was ist das? Auch gegen Frankreich schafft Albanien das Tor. Das kam jetzt genauso wie gegen die Schweiz aus dem Nichts. Also damit hat überhaupt keiner gerechnet, dass die überhaupt nochmal irgendwas hinkriegen heute in dem Spiel. Und plötzlich aus dem Nichts ein Fernschuss zum 4:1. Wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht mehr viel bringen, denn auch 4:1 sind immer noch, ja, 3 Tore zu wenig für einen Punkt. Das muss man gegen eine starke Mannschaft wie Frankreich erstmal hinkriegen. Aber doch durchaus immerhin ein Fingerzeig. Wir geben hier nicht komplett auf und lassen uns fallen, lassen uns noch 12 reinknallen, sondern wir machen auch noch mit. Und wenn ihr uns ein bisschen Raum lasst, dann hauen wir so ein Ding auch mal rein. Und wie gegen die Schweiz war auch das ein unfassbar schöner Fernschuss. Und so ein halbes Stromtor, also die Technik für sowas haben sie wohl. Das war kein Ausrutscher, das war kein Zufall gegen die Schweiz. Das können sie wohl tatsächlich. Warum sie es dann immer nur einmal pro Spiel zeigen, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall scheint dieses Tor jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Stabilität gebracht zu haben. Es kam wohl ein bisschen spät. Zu dem Zeitpunkt lagen sie nun mal schon 4:0 hinten. Aber defensiv stehen sie etwas stabiler, die Pässe kommen besser an. Also es hatte auf jeden Fall Wirkung auf die Mannschaft, dieses Spiel. Wenn auch nicht auf das Tor, wenn auch nicht auf das Turnier, aber auf die Mannschaft hatte dieses Tor eine Wirkung. Sodass sie hier nicht komplett untergehen heute. Sondern es sieht so aus, als wenn sie das 4:1 auch bis in die Halbzeit retten könnten. Vielleicht gelingt sogar mehr aktuell. Die Franzosen aber auch defensiv zu stark, um da wirklich viel zuzulassen. Bis auf eben diesen einen Fernschuss zum 4:1. Thomas, Sanja. Oh, Sanja mit der Unaufmerksamkeit. Gegen stärkere Teams passiert ihnen sowas wahrscheinlich nicht. Wenn man hier gegen Albanien mit 4:1 führt und die erste Hälfte fast vorbei ist, dann passiert sowas vermutlich mal eher. Aber es sollte nicht passieren, denn Lloris wird jetzt tatsächlich wieder geschickt und auch gefragt, denn die Fernschüsse sind echt gefährlich von den Albanen. Den Eckball hat allerdings Lloris und damit gehen wir mit einem Stand von 4:1 in die Halbzeitpause. Und das ist schon sehr dominant, aber wie gesagt, Fußball ist alles möglich, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass hier heute noch was für Albanien drin sein könnte. Wie gesagt, dieses Tor mit Wirkung immerhin auf die Mannschaft, die hat sich seitdem extrem gefangen. Wenn die so weitergespielt hätten wie vor dem Tor, dann hätte das hier heute durchaus zweistellig enden können. Danach haben sie sich defensiv relativ gut gefangen, haben sogar noch eine zweite Chance rausspielen können. Und haben defensiv eigentlich nur noch eine Chance zugelassen danach. Also, wie gesagt, das Tor kam vielleicht auch einfach zu spät für die Albanier hier. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit dem Hinterkopf, das 5:1 gegen die Schweiz. Und dann steht es hier wieder früh 2:0, 3:0, 4:0. Und dann kommen wahrscheinlich die Gedanken wieder hoch, oh mein Gott, das hier wird heute wieder eine Klatsche. Oder es ist jetzt schon eine Klatsche und dann denkt keiner mehr drüber nach, noch vernünftig Fußball zu spielen. Und dieses Tor hat die vielleicht auch ein bisschen aus diesem Wachkoma wieder rausgerissen. Wie gesagt, seitdem läuft es auf jeden Fall besser. Die Pässe kommen an. Die Defensive steht stabiler. Wenn sie von Anfang an so gespielt hätten, dann wären sie ein echter Gegner. Zumindest defensiv für die Franzosen gewesen. Und dass sie offensiv mal ein Ding reinhauen können, haben sie jetzt auch sowohl gegen die Schweiz als auch hier bewiesen. Das kam aber auch gegen die Schweiz. Leider
nur Teile des Spiels durch, dass man defensiv auch was kann. In beiden Spielen gab es einen Totalausfall der Verteidigungsreihen. Ist leider nah, da mit der Balleroberung. Laut Schiedsrichter allerdings unfair, deswegen Freistoß für Albanien. Und auch hier wieder gar nicht mal so ungefährlich der Freistoß. Natürlich ein bisschen daneben und wäre auch auf die Torwart-Ecke gegangen, aber von der Kraft her, also Fernschüsse haben sie tatsächlich ganz gut drauf. So, Griezmann auf Coman. Hier defensiv stehen sie besser. Coman allerdings kann den Ball halten, ist dann ja, kann dann allerdings damit nichts mehr viel anfangen. Und vielleicht mal eine Konterchance jetzt für Albanien. Nein, abgefangen und es geht wieder in die andere Richtung. Sonja. Sonja am Gegenspieler vorbei, hat ein bisschen Platz und wird da gelegt und verletzt sich dabei. Und das ist ganz bitter. Hoffen wir mal, dass er nicht längerfristig ausfällt. Denn Sonja muss ausgewechselt werden. Scheint wirklich etwas Ernsteres zu sein. Da wir keinen Rechtsverteidiger dabei haben, muss Sissoko dann als Rechtsverteidiger aushelfen. Wenn wir aber schon mal beim Wechsel sind, dann kann auch der starke Griezmann heute einmal raus. Und dafür kommt Gignac in den Sturm. Oder bringe ich... Ich bringe, glaube ich, Giroud. Wir bringen Giroud. Außerdem bekommt Martial seinen Einsatz für Payet. Und go. Pogba mit der Ecke, die sie immerhin rausgeholt hatten vor der Verletzung von Sonja. Bekommt den Ball nochmal zurück. Zweite Chance und da muss sich der Torhüter schon ganz lang machen, um den nochmal zur Ecke zu klären. Natürlich die von der anderen Seite. Kommt der besser? Der wäre besser gekommen, aber der Torhüter zur Stelle. Faustet den Ball erstmal raus. Koscielny. Oder Koscielny. Wie auch immer. Ich weiß immer nicht, wie man richtig ausspricht. Und da stehen sich jetzt Coman und Schneiderlin selber im Weg. Das hätte ja noch was draus werden können. Jetzt allerdings die Konterchance für Albanien. In der zweiten Hälfte wirklich defensiv und total stark im Vergleich zur ersten Hälfte. Noch nichts Wirkliches zugelassen. Und die Bauarbeiten hier bei uns im Studio fangen wieder an. Super toll. Giroud. Natürlich nicht ganz so schnell wie ein Griezmann. Für Konter dadurch eher ungeeignet, zu früh anzuspielen. Dafür Kopfball stärker. Müssen die Franzosen unter ihm vielleicht ihr Spiel ein bisschen umstellen. Wahrscheinlich auch deshalb Griezmann in der Startelf. Weil es einfach ein anderer Spieler ist. Von der Art her. Und das ist das nächste böse Foul im Strafraum. Und das ist etwas, was in der EM nicht passieren wird. Denn es war zwar eine Notbremse und es ist nach normalen Regeln auch eine rote Karte. Laut EM-Regeln gibt es die Zweifachbestrafung nicht mehr. Das heißt, wenn es keine Tätlichkeit ist, keine böswillige Körperverletzung oder sonst irgendwas, das war dieses in diesem Fall nicht, dann gibt es nicht mehr rote Karte pro Strafstoß. Also eine unrealistische Szene in diesem Fall. Giroud hat ja auf jeden Fall die Chance, das Ergebnis dem gegen die Schweiz gleich zu machen. Und das tut er auch. 5:1. Seine erste wirkliche Aktion nach dem misslungenen Konter. Ist dieser Elfmeter und den verwandelt er ebenso wie Griezmann sicher zum 5:1. Wie genau diesem Ergebnis endete, wie gesagt, auch das Spiel Albanien gegen die Schweiz. Also auch gegen die sogenannten Gegner, oder gegen diesen Gegner zumindest, nehmen die beiden Mannschaften sich nichts. Da kann man noch nicht viel dazu sagen, wie wohl das direktuell ausfallen könnte. Allerdings gegen Rumänien, könnte man schon mal sagen. Frankreich hat gegen Rumänien 2:0 zum Auftakt dieser EM gewonnen. Die Schweiz allerdings nach ganz dominantem Spiel 3:2 verloren. Damit ist hier der Platz 1 in der Gruppe für die Schweiz wohl schon mal sicher, was auf jeden Fall nach diesem jetzigen Ergebnis sicher sein sollte. Wäre das Weiterkommen in die nächste Runde der Gruppenphase, denn sie haben 6 Punkte auf ihrem Konto. Albanien zum aktuellen Stand dann 0 und die Schweiz und Rumänien jeweils 3. Das bedeutet, noch 2 Mannschaften können 3 Punkte bekommen. Mit 6 Punkten wäre man aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest schon mal einer der besten, wenn nicht sogar der beste Gruppendritte. Oh, Coman, und mit der Tordifferenz natürlich auch durch dieses 5:1 hier heute. Wäre man da auch ganz am Start, also als bester Gruppendritter sollte man dann definitiv weiterkommen. Man hat allerdings zum Beispiel auch gegen Rumänien das Direktduell gewonnen, wäre also auch vor ihnen.
und kann somit nur noch von der Schweiz überholt werden. Die sie dann im Direktduell schlagen. Also Platz 2 wäre Frankreich hiermit sicher und somit auch sicher das Weiterkommen ins Achtelfinale der EM im eigenen Land. Das wäre zumindest aus unseren Prognosen das erste Ergebnis, was wir hier am zweiten Spieltag schon einmal sicher schließen könnten. Vollkommen unabhängig, was hier noch passiert, weil innerhalb von 2 Minuten plus Nachspielzeit wird Bulgarien hier keine 4 Tore mehr schießen. Ob es in echt dann genauso kommen wird, das sehen wir dann natürlich. Beziehungsweise habt ihr zumindest, was das erste Gruppenspiel anbelangt, zu diesem Zeitpunkt schon gesehen? Glaube ich zumindest, oder? Ne, das Ding müsste am Mittwoch kommen. Habt ihr es auch noch nicht gesehen? Dann sehen wir es doch gemeinsam! Spätestens am Freitag zum Eröffnungsspiel der EM Frankreich gegen Rumänien. Da hat Giroud nochmal die Chance und das war ganz kläglich. Gut, dass Griezmann hier in der ersten Hälfte gespielt hat. Denn das hätte das 6:1 sein müssen. Dann hätte man auch in diesem Duell schon mal im Fernduell mit der Schweiz gezeigt, dass man die bessere Mannschaft ist. So geht es genauso wie gegen die Schweiz 5:1 aus. Mein Tipp für dieses Spiel wäre, weil ich, wie gesagt, überhaupt nichts zu Albanien sagen kann. Noch nicht mal weiß, wer in dieser Mannschaft alles spielt, weil ich halt den Kader dazu gar nicht vorliegen habe hier. Kann ich tatsächlich an dieser Stelle gar nichts dazu sagen und kann halt nur Frankreich einschätzen. Frankreich war in den Testspielen gut. Und deswegen tippe ich an dieser Stelle, ich habe bei Frankreich Rumänien 3:0 getippt und würde Rumänien tatsächlich ganz leicht stärker einschätzen als Albanien. Also müsste ich hier eigentlich 4:0 tippen. 4:0 ist aber ein bisschen sehr hart. Deshalb tippe ich weiterhin optimistisch für Frankreich auf ein 3:0. Was ihr sagt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Prognose sagt 5:1. Ich sage 3:0. Das echte Spiel seht ihr dann irgendwann nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt den Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Nächste Woche Mittwoch müsste es sein. Bis dann und auf Wiedersehen.